Hallo und herzlich willkommen zu meinem Beitrag im Rahmen der AGCA Ringvorlesung Meet the Experts. Ich bin Lara Mühlenberg, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für christliche Archäologie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Ich habe evangelische Theologie studiert, Ur- und Frühgeschichte und christliche Archäologie und aktuell schreibe ich meine Dissertation. Darin geht es um die Frage, wie in der Antike Geschlecht und Geschlechterrollen in den Bildentwürfen des frühen Christentums konstruiert worden sind. Also liegt es nahe, dass ich Ihnen hier etwas zu Geschlechterkonstruktionen erzähle. Es wird im Laufe meines Vortrags ein kleines Quiz geben. Des Rätsels Lösung können Sie mir per Mail schicken. Meine Adresse finden Sie ganz am Ende dieser Einheit. Unter allen richtigen Antworten, die mich bis zum Ende des Semesters erreichen, verlose ich dreimal diese formschöne Tasche, die Sie jetzt hier eingeblendet sehen, mit dem Logo unseres Erlanger YouTube-Kanals. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Was ist eigentlich eine Frau oder ein Mann? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns als erstes ein paar philosophische Grundüberlegungen machen. Die meisten uns bekannten Gesellschaften, aber längst nicht alle, teilen die Menschen in zwei Geschlechter ein. Männliche und weibliche Menschen. Aber warum ist das so? Aus philosophischer Sicht oder genauer erkenntnistheoretischer Sicht, also der Frage danach, wie der Mensch zu Erkenntnis und Wissen gelangen kann, gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu erklären. Ein Standpunkt ist zu sagen, es gibt eine externe Wahrheit und diese externe Wahrheit kann der Mensch erkennen. Für die Geschlechter heißt das, es gibt eine Ursache, also zum Beispiel die Natur oder Gott, die verantwortlich ist für die Ausprägung der Geschlechter, also zum Beispiel Mann und Frau. Ein anderer philosophischer Standpunkt ist zu sagen, ja, so eine externe Wahrheit mag es vielleicht geben, aber wir können als Menschen gar nicht auf sie zugreifen. Alles, was der Mensch für wahr hält, ist reine Konstruktion, die er selbst erschaffen hat. Für die Geschlechterfrage heißt das, die Kategorien Mann und Frauen existieren gar nicht unabhängig vom Menschen, sondern werden nachträglich vom Betrachtenden aus seiner Wirklichkeit abgeleitet. Heißt, der Mensch hat die Einteilung in Mann und Frau selber erzeugt, sich dran gewöhnt, aber es hätte auch ganz anders laufen können. Ich persönlich vertrete Letzteres. Ich lege das auch für diesen Vortrag zugrunde und weitere Thesen aus dem Bereich der Gender Studies. Das heißt, erstens, ich benutze die Begriffe Sex und Gender. Sex bezeichnet das körperlich-biologische Geschlecht, Gender bezeichnet das kulturell-soziale Geschlecht. Zweitens, erstmal zum sozialen Geschlecht. Ich gehe davon aus, dass die Kategorien maskulin-feminin von den Betrachtenden nachträglich aus der Wirklichkeit abgeleitet werden. Das bedeutet, dass sie abhängig sind vom Standpunkt des Betrachtenden bzw. einer ganzen Gesellschaft und dass sie kontingent sind, das heißt aus zeitlicher Perspektive nicht immer da. Heißt, die Genderrolle einer Person ist reine Konstruktion und Projektion der jeweiligen Gesellschaft. Wie Frauen und Männer sich entsprechend ihres sozialen Geschlechts zu verhalten, wie sie sich zu kleiden, welche Formen von Dominanz und Macht sie zu ergreifen haben, das alles ist reine Konstruktion. Und drittens zum biologischen Geschlecht. Ich vertrete hier die Thesen von Judith Butler, die davon ausgeht, dass auch das körperlich-biologische Geschlecht, der Sexus, eine willkürliche kulturelle Zuschreibung ist. Warum? Jetzt sind wir wieder bei der Erkenntnistheorie. Der Mensch kann nicht auf die externe Wahrheit zugreifen. Er formt sie selber und begründet sie dann, indem er auf die Natur verweist oder Gott etc. Das heißt also nicht, dass Judith Butler negieren würde, dass es Menschen gibt, die eine Vulva haben und andere, die leider darauf verzichten müssen. Aber sie sagt, dass die Schlussfolgerung, also die Einteilung in Menschen mit Vulva und Menschen mit Penis, nicht durch die Natur oder sowas vorgegeben ist. Man hätte auch Menschengruppen anhand von Haarfarben oder sowas bilden können. Auch das biologische Geschlecht konstruiert der Mensch also selbst, wenn er ein Baby einem Geschlecht zuweist. Diese Ansichten müssen Sie nicht teilen.
Ich freue mich immer, wenn jemand eine andere Meinung hat, sonst kann man nämlich nicht diskutieren. Generell gilt aber, Sie sollten immer begründen können, warum Sie eine Meinung vertreten. Und gleich vorweg, Feminismus ist doof oder sowas ist keine Begründung. Die grundlegenden Möglichkeiten der Sicht auf die Welt sind nicht nur für die Frage nach den Geschlechtern wichtig. Und Sie sollten sich, falls Sie das noch nicht getan haben, mit guten Freundinnen und Freunden bei einem Getränk einmal darüber streiten. Zu wissen, welchen Blick auf die Welt man einnimmt und warum, ist wichtig, auch und gerade für die Arbeit als Archäologinnen und Archäologen. Wir alle müssen immer wieder unsere eigenen Vorstellungen hinterfragen, damit wir sie nicht ungefiltert über die archäologischen Befunde drüber stülpen. Völlig frei machen von unserer Prägung und Kultur können wir uns dabei natürlich nie, aber wir sollten uns dessen immer bewusst sein. Das war jetzt die lange Einleitung. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, zu der Frage, wie die Menschen in der Antike Geschlecht und Geschlechterrollen konstruiert haben. Als Grundlage müssen wir uns erstmal bewusst machen, dass die Vorstellung davon, wie der menschliche Körper funktioniert und wie er zusammengesetzt ist, ganz anders war als heute. Eine einzige Vorstellung, flächendeckend und für den ganzen Zeitraum der Antike, gibt es nicht. Es gab ganz viele unterschiedliche Theorien, aber die bestimmendste Strömung der Antike, die sich bis in die Neuzeit gehalten hat und heute zum Beispiel in vielen naturheilkundlichen Thesen noch nachwirkt, ist die Humoralpathologie, also die Säftelehre. Auch die Humoralpathologie war natürlich keine einheitliche Strömung. Ihr bis heute prominentester Vertreter war der römische Arzt Galen von Pergamon. Ganz vereinfacht funktioniert das bei Galen so. Es gibt vier Körpersäfte: Blut, Schleim, gelbe Galle, schwarze Galle. Und diese Säfte ergeben im Körper jedes Menschen eine ganz eigene Mischung. Und jeder Saft hat bestimmte Eigenschaften. Also Schleim zum Beispiel macht träge oder schwarze Galle macht wahnsinnig. Das Verhältnis der Säfte kann nun aber ins Ungleichgewicht geraten. Und das führt dann nach antiker Vorstellung dazu, dass man krank wird. Um wieder gesund zu werden, muss das Gleichgewicht der Säfte wiederhergestellt werden. Galen hatte übrigens eine Schwäche für die Zahl 4. Er hat den Säften nämlich noch eine ganze Masse an Vierer-Schemata zugeordnet, zum Beispiel die vier Temperamente und die Jahreszeiten etc. Auf anatomischer Ebene wird in der Antike immer wieder die Ähnlichkeit zwischen Männern und Frauen betont. Zum Beispiel sind viele Mediziner davon ausgegangen, dass beide Geschlechter Hoden haben und Samen für die Fortpflanzung erzeugen. Oft wird sogar davon ausgegangen, dass die Geschlechtsorgane denselben Aufbau haben und sich nur darin unterscheiden, dass die Geschlechtsorgane des Mannes außen liegen und die der Frau im Körper innern. Aber vielen antiken Autoren geht es auch darum, zu zeigen, dass man anhand der Anatomie sehen kann, dass die Frau dem Mann untergeordnet sei. Für Aristoteles ist das ganz klar. Der Mann ist der Mensch und die Frau ist nichts anderes als eine mangelhafte Version davon. Galen beschreibt das beispielhaft durch einen Maulwurfvergleich. Der Maulwurf hat Augen, die in ihrem Aufbau denen von anderen Tieren gleichen. Aber der Maulwurf ist halt blind. Seine Augen sind also weniger perfekt als die Augen von Tieren, die sehen können. Und genau so, sagt er, ist es mit den Fortpflanzungsorganen der Frau. Sie sind ganz genauso aufgebaut wie die des Mannes, aber halt weniger perfekt. Aber warum ist das so? Auch das ist wieder ein Viererschema. Die Grundqualitäten kalt, warm und feucht, trocken. Frauen gelten als kalt und feucht, Männer als warm und trocken. Hitze ist nun aber das Lebensprinzip schlechthin. Weil der Mann über ein Mehr an Hitze verfügt als die Frau, gilt er als perfekter. Wie vorhin schon gesagt, nutzen wir heute die Ausdrücke Sex und Gender, um die soziale Geschlechterrolle von der biologischen Ausprägung des Körpers zu unterscheiden. Nun ist es so, dass die Geschlechterrollen, also das soziale Geschlecht, die den Menschen innerhalb der antiken Gesellschaft zugeschrieben wurden, sich von den Vorstellungen des biologischen Körpers in der Antike nicht strikt trennen lassen.
weil die sozialen Kategorien selber als natürlich galten und selten hinterfragt wurden. Aussagen zu Genderrollen finden sich vor allem in antiken Texten, die sich mit der Polis oder mit dem Oikos bzw. dem Domus beschäftigen. Xenophon zum Beispiel beschreibt in seiner Schrift Oikonomikos die Rollen von Frauen und Männern, die die Götter und Göttinnen auf kluge Art zusammengefügt hätten, um das Leben im Oikos zu bewältigen. Beiden Geschlechtern kämen bestimmte Aufgaben zu, auf deren optimale Bewältigung hin sie von den Göttern und Göttinnen gestaltet worden seien. Und klaro, die Männer sind laut Xenophon natürlich für die Arbeit draußen gemacht, weil ihr Körper Strapazen wie Kälte oder Märsche besser vertragen würde, und die Frauen sind für die Arbeit im Haus und die Aufzucht der Kinder gestaltet. Aber zurück zu Galen. Er ordnete die Geschlechtsausprägung des Menschen in sein humoralpathologisches Schema ein. Und zwar Sex und Gender gleichermaßen. Gucken wir es uns mal an. Grundlegend ist die Annahme, dass sich der menschliche Körper an einem Mischverhältnis der Säfte befindet. Das heißt, dass er alle Säfte, also Blut, Schleim, gelbe Galle und schwarze Galle, in sich trägt. Jeder Mensch verfügt dabei über ein individuelles Mischverhältnis. Das humoralpathologische Schema lässt sich also als ein Kreis denken, in dem alle Anteile der Säftelehre eingeordnet werden können. Der Männlichkeit ordnet Galen die Qualitäten warm und trocken zu, den Saft gelbe Galle, die Jahreszeit Sommer, das Lebensalter Jugend, das Element Feuer und so weiter, alles Zuschreibungen, die etwas mit Aktivität zu tun haben. Der Weiblichkeit schreibt er die entgegengesetzten Eigenschaften zu, die Qualitäten feucht und kalt, den Saft Schleim, die Jahreszeit Winter, den Lebensabschnitt Greisenalter, das Element Wasser und so weiter, alles, was irgendwie passiv ist. Diese Gruppen bilden zwei sich gegenüberliegende Bereiche auf dem gedachten Kreis. Menschen, die diese Mischverhältnisse in sich haben, verfügen also über eine hohe Ausprägung an Weiblichkeit oder eben Männlichkeit. Sie sehen aber, dass sich zwei weitere Bereiche dazwischen finden. Dem einen werden die Qualitäten warm und feucht, der Saft Blut, die Jahreszeit Frühling, das Lebensalter Kindheit, das Element Luft etc. zugeordnet, dem gegenüberliegenden die Qualitäten kalt und trocken, der Saft schwarze Galle, die Jahreszeit Herbst, das Lebensalter Erwachsenenalter, das Element Erde etc. Die Menschen, die in diese Bereiche eingeordnet werden können, verfügen über eine ausgewogene Mischung aus weiblichen und männlichen Anteilen. Da aber jeder menschliche Körper über ein spezifisches Mischverhältnis verfügt, sind diese vier Ausprägungen nicht als voneinander getrennte Positionen zu sehen. Vielmehr ist die Verteilung als rund zu denken, auf dem jedes Individuum sich je nach Mischverhältnis befindet. Eine binäre, strikt voneinander zu trennende Vorstellung von Maskulinität und Femininität bzw. Männlichkeit und Weiblichkeit liegt also nicht vor. Vielmehr entsteht auch die Ausformung der Geschlechtlichkeit aus dem Mischverhältnis der Säfte. Entscheidend für das Verständnis des antiken Geschlechterdiskurses ist nun nicht nur, dass die Ausformung des Geschlechtes durch ein bestimmtes Mischverhältnis zustande kommt, sondern auch, dass dieses nicht statisch und unveränderbar ist. Der Mensch muss immer darum bemüht sein, seine Körpersäfte im Gleichgewicht zu halten. Ein Ungleichgewicht der Säfte führt nämlich nicht nur zu Krankheiten, sondern auch zu Schwankungen innerhalb der geschlechtlichen Ausprägung des Menschen. Der Wechsel von dem einen in das andere Geschlecht oder die Einnahme einer Zwischenposition ist somit also denkbar. Manche Autoren meinen zum Beispiel, dass man an Blick, Bewegung oder Stimme einer Person erkennen würde, welches der Geschlechter bei der Person überwiegen würde. Das klingt ja jetzt erstmal ziemlich egalitär. War es aber leider nicht. Denn die Geschlechter waren in eine Wertehierarchie eingebettet. Wie schon gesagt, Hitze galt als das Lebensprinzip. Über ein Mehr an Hitze zu verfügen, als erstrebenswert. Eine größere Menge an Hitze bewirkte nach antiker Vorstellung die Ausformung eines biologisch männlichen Körpers. Eine geringere, die eines weiblichen.
Ein Frauenkörper galt also immer als imperfekt, da er nicht in der Lage gewesen war, ein männlicher Körper zu werden. Sie können sich das vorstellen wie eine Skala, an deren oberen Ende in absoluter Perfektion die Idee absoluter Männlichkeit steht. Diese Männlichkeit ist geprägt durch Aktivität, Hitze und Trockenheit. Und am unteren Ende der Skala ist die Vorstellung totaler Weiblichkeit zu lokalisieren, die durch die Phänomene Passivität, Kälte und Feuchtigkeit bestimmt ist. Männlichkeit und Weiblichkeit sind also unterschiedliche Positionen innerhalb desselben Kontinuums. Je nach Mischverhältnis der Säfte etc. befindet sich eine Person also weiter oben, in der Mitte oder weiter unten auf dieser Skala. Männer sind der antiken Vorstellung nach stets der Möglichkeit ausgesetzt zu effimieren, also zu verweiblichen. Frauen zu virilisieren, also zu vermännlichen. Heißt, Männer und Frauen sind keine strikt getrennten Kategorien und man ist entweder das eine oder das andere, sondern nur das Verhältnis der Säfte und Qualitäten und die Menge an Hitze im Körper des Menschen prägen das Geschlecht aus. Was macht denn nun den Mann zum Mann? Männer zeichnen sich nach griechisch-römischer Vorstellung durch Tugenden aus wie Fortitudo, Mut, Justitia, die Gerechtigkeit, Sapientia, die Klugheit, Continentia, die Selbstbeherrschung, Dignitas, die Würdigkeit, Gravitas, der Ernst, Constantia, die Standhaftigkeit und Severitas, die Strenge. Alle diese Tugenden kulminieren in der Virtus, also der Mannhaftigkeit des Mannes. Frauen hingegen wurde neben einer schwachen Willenskraft eine geringe Dignitas, also Würdigkeit, eine Imbelicititas mentis, eine Kraftlosigkeit des Verstandes, eine Levitas animi, eine Urteilsschwäche, generelle Fragilitas sexus, also eine körperliche Schwäche und zudem eine völlige Zügellosigkeit zugeschrieben, die sie ihren Trieben hilflos auslieferte. Ja, absolute Sexmonster. Kann man nicht unbeaufsichtigt alleine lassen oder gar auf die Straße. Die Tugenden der Frauen hingegen waren Venustas, die Schönheit, Castitas, die Sittlichkeit und vor allem Pudicitia, die Schamhaftigkeit. Aus diesen den Geschlechtern zugeordneten Eigenschaften folgte die totale Unterordnung der Frau unter den Mann. Schon Aristoteles hatte zusammengefasst, desgleichen ist das Verhältnis des Männlichen zum Weiblichen so, dass das eine von Natur aus besser, das andere geringer ist. Das eine regiert und das andere regiert wird. Damit ist der antike Geschlechterdiskurs auch Teil der Machtstrukturen im Römischen Reich. Die Phänomene Aktivität und Passivität sind somit die zentralen, sämtliche Gendersysteme der römischen Welt durchdringenden Gegensätze. Maskulinität ist die zentrale Kategorie zur Strukturierung der sozialen Wirklichkeit. Aber diese war nicht automatisch für Menschen mit biologisch männlichem Geschlecht vorbehalten, sondern musste durch Taten unterschiedlichster Couleur erhalten und immer wieder bestätigt werden. Also zum Beispiel in Krieg und Militär oder auch bei der Ausführung politischer Ämter und in der öffentlichen Rede, in sportlichen Wettkämpfen und natürlich auch in der Sphäre des Hauses und der Familie. Überall musste der männliche Mensch seine Männlichkeit erhalten und bestätigen. Und natürlich rede ich hier nur von Bürgern. Ja. Sklaven, Eunuchen, Barbaren und so weiter waren von vornherein davon ausgeschlossen. Aber auch der freie Mann stand in der Gefahr, seine Maskulinität einzubüßen. Zum Beispiel durch sexuell unangemessenes Verhalten oder schlichtweg durch natürliche Alterungsprozesse. Die strenge Hierarchisierung der römischen Gesellschaft machte die Konzeption von aktiven Frauen und passiven Männern völlig unmöglich. Effimierte ein römischer Mann, rutschte er auf der gedachten Skala abwärts und bewegte sich im Bereich des Weiblichen und wurde sozusagen zur Frau. Virilisierte eine Frau und kletterte auf der Perfektionsachse weiter Richtung Männlichkeit, wurde sie als Mann bzw. etwas dem Mann Ähnliches angesprochen. Die
angebliche Effemination römischer Bürger war ein gern genutzter Topos im politischen Diskurs. Verweiblichte Männer, Mannweiber und Kinäden, sie alle waren beliebte Objekte des Spottes. Besonders schön lässt sich die Thematik Aktivität und Passivität durch das Themengebiet der körperlichen Liebe veranschaulichen, denn geschlechtliche Beziehungen haben die Hierarchien von Macht, Herrschaft und Unterwerfung, nach denen die römische Gesellschaft strukturiert war, aufrechterhalten. Erwachsenen männlichen römischen Bürgern war die Form des aktiven Sexualverkehrs vorbehalten. Passiver Sexualverkehr hingegen galt als Part der Frau. Römische Ehefrauen ebenso wie Konkubinen, Sklavinnen, Hetären, Prostituierte etc. Aber auch als die von männlichen Sklaven, Prostituierten oder Angehörigen des Domus, aber auch Freigelassene, sowie Knaben, Freien wie Unfreien. Gesellschaftlich anerkanntes und nicht anerkanntes sexuelles Verhalten bestimmte in der Antike sogar die Ausprägung der Geschlechtlichkeit, denn passives Sexualverhalten ließ den Mann seine Virtus verlieren, während aktives Verhalten beim Sex die Frau monströs oder lächerlich erscheinen ließ. Kleiner Exkurs: Die Angemessenheit von sexuellen Begegnungen wurde also gerade nicht durch die Einteilung in Homo- oder heterosexuellen Geschlechtsverkehr definiert, denn die Einteilung in diese Kategorien ist dem römischen Menschen gar nicht bekannt. Entscheidend war nicht, welche Geschlechterkombinationen miteinander schlafen, sondern wer den aktiven und wer den passiven Part einnimmt. Das bedeutet, frei waren in der Antike weder Frauen noch Männer, wenn es um Sex ging. Ein Großteil der Gesellschaft war den sexuellen Bedürfnissen des männlichen römischen Bürgers durch den Zwang zur passiven Rolle oder aufgrund des gesellschaftlichen Status mehr oder weniger ausgeliefert. Aber die strikten moralischen Vorstellungen haben auch das sexuelle Verhalten des freien Mannes strikt geregelt, der zwar in der Wahl seiner Sexualpartner und Sexualpartnerinnen um ein Vielfaches freier gewesen ist, aber eben nicht in der Auslebung seiner Bedürfnisse. Und das ist der Punkt, wo ich zu dem schon angesprochenen Quiz komme. Der Dichter Martial gibt ein Rätsel auf. Verhöhne nun gründlich den, der dich, Sextillus, als Tunte bezeichnet und strecke ihm deinen mittleren Finger empor. Aber du, Sextillus, fickst weder Ärsche noch Fotzen, noch gefällt dir der warme Mund Fetustinas. Nichts davon tust du, Sextillus. Was aber dann? Ich weiß es nicht. Aber du weißt, dass noch zwei Dinge bleiben. Ich zeige Ihnen hier zwar auch die deutsche Übersetzung, wichtig sind aber, und das ist auch gleich ein Tipp, die lateinischen Verben. Ich möchte also gerne von Ihnen wissen, was der im Epigramm genannte Sextillus laut Martial denn falsch macht. Ich möchte gerne wissen, welche Sexpraktiken gemeint sind und zweitens, warum Martial sie für schändlich hält. Gucken Sie in ein Wörterbuch, machen Sie sich Gedanken und schreiben Sie mir eine Mail und vielleicht gewinnen Sie die formschöne Tasche oder einen Trostpreis. Reale Menschen mit uneindeutigem Geschlecht sind in der Antike ein bekanntes, aber abschätzig behandeltes Phänomen. In Mythen und wundersamen Geschichten geht es aber oft um genderfluide Personen. Lesen Sie mal die Geschichte von Iphis, die finden Sie bei Ovid. Auch Geschichten über Menschen, die sich wieder ihres Geschlechts verhielten, kennt die Antike einige. Von realen Frauen, die in die männliche Sphäre eindrangen und Verhaltensweisen an den Tag legten, die männlich konnotiert waren, berichten antike Quellen aber bis in christliche Zeit relativ wenig. In der antiken Realität, abseits von Polemik, Spott und Poetik, sind starke, virile Frauen nicht denkbar. Denn die Hierarchisierung der römischen Gesellschaft lässt die Konzepte von schwachen Männern und starken Frauen eben nicht zu. Eine virile Frau wechselt das Geschlecht und wird nun als Mann bzw. etwas dem Mann Verwandtes, auch als solches benannt. Die Geschlechterkonstruktionen der Antike unterscheiden sich also fundamental von denen, die in der westlichen Welt seit der späten Neuzeit verhandelt wurden. Und damit komme ich auch schon zum zweiten Teil meines Vortrags, zu den Christinnen und Christen. Neben den Grundannahmen der römischen Gesellschaft
die auch für die christlichen Römerinnen und Römer bestehen blieben, sind weitere Vorstellungen relevant, die jüdische, alttestamentliche Wurzeln haben. Ein Spezifikum des jüdischen Diskurses für das christliche Verständnis ist die Vorstellung des Menschen als Imago Dei, also als Abbild Gottes. Und es geht um die Gottebenbildlichkeit jedes Menschen, unabhängig von sozialer Stellung oder eben auch Geschlecht. Wichtig ist, dass Sie wissen, dass es in den ersten christlichen Gemeinden mit der Geschlechtergerechtigkeit eigentlich ziemlich gut ausgesehen hat. Die Evangelien berichten von vielen Frauen und Jüngeren, die mit Jesus in Kontakt standen. Und Paulus adressiert und grüßt in seinen Briefen Frauen, die Hausgemeinden vorstehen, und erkennt sogar eine Apostelin namens Junia. Es gibt auch Hinweise darauf, dass Frauen in gottesdienstlichen Handlungen zunächst keine Dinge untersagt gewesen wären. Im Laufe des 2. Jahrhunderts haben sich dann kirchliche Ämterstrukturen herausgebildet und in diesem Zuge sind die Rollen der Frauen leider von patriarchaler Seite zurückgedrängt worden. Und es ist in vielen Kirchen leider bis heute so. Es würde hier jetzt den Rahmen sprengen, alle biblischen Texte, alle Abhandlungen der Kirchenväter, alle Berichte über Wüstenväter und Wüstenmütter und alle kirchlichen Beschlüsse zu behandeln, die sich mit der Geschlechterthematik auseinandersetzen. Dafür bräuchten wir jetzt einige Sitzungen. Deswegen werde ich Ihnen hier nur eine ganz kleine Auswahl der wichtigsten Texte vorstellen und diese auch nur ganz kurz anreißen und einordnen. Wenn Sie mehr wissen wollen, am Ende finden Sie eine prall gefüllte Literaturliste. Beginnen wir beim Urschleim, bei den Schöpfungsberichten. Es gibt zwei Stück. Wir gucken uns nur Genesis 1,27, den sogenannten priesterschriftlichen Schöpfungsbericht an. Er erzählt den Mythos der Erschaffung der Welt in 7 Tagen. In Genesis 1,27 heißt es: Da schuf Gott Adam, die Menschen, als göttliches Bild. Als Bild Gottes wurden sie geschaffen. Männlich und weiblich hat Gott sie geschaffen. Adam ist hier nicht der Eigenname, sondern ein Kollektivbegriff und bezeichnet die Gattung Mensch, meint also hier nicht den Mann. Bei der Gottebenbildlichkeit des Adam, des Menschen, wird nicht zwischen männlich und weiblich unterschieden. Heißt zwei Dinge. Erstens, Gott selber ist auch weiblich. Und zweitens, weiblich ist genauso gut wie männlich. Wenn Sie zum Beispiel die Übersetzung der Lutherbibel im Ohr haben, werden Sie stutzen. Denn dort wird übersetzt und schuf sie als Mann und Frau. Ein Blick in den hebräischen Text zeigt uns aber, dass dort steht Sachar, männlich, und Nikeva, weiblich. Die Septuaginta, also die griechische Übersetzung der hebräischen Bibel, schreibt Arsen kai telu, ebenfalls männlich und weiblich. Und auch die Vulgata übersetzt Masculum et Feminam, männlich und weiblich. Es geht hier also wieder nicht um zwei getrennte biologische Geschlechtsausformungen. Wir springen jetzt ein paar Jahrhunderte weiter, um uns noch zwei Textstellen anzugucken, die sich ebenfalls mit der Schöpfung beschäftigen, aber mit der Neuschöpfung des Menschen nach dem jüngsten Tag. Wir springen zum wichtigsten Theologen des ersten Jahrhunderts nach Christus, zu Paulus. Paulus war ein Jude, der sich in den 30er Jahren des ersten Jahrhunderts der gerade entstehenden christusgläubigen jüdischen Sekte angeschlossen hat. Die Briefe des Paulus sind die ältesten Textbestände des Neuen Testaments. Vermutlich in der Mitte des ersten Jahrhunderts hat er an die Menschen in Galatien einen Brief geschrieben. Er äußert sich in Galater 3,28 auch zum Thema der Konstruktion und Hierarchisierung von Geschlecht. Er schreibt: Da ist nicht jüdisch noch griechisch. Da ist nicht versklavt noch frei. Da ist nicht männlich und weiblich. Denn alle seid ihr einzig einig im Messias Jesus. Worum geht's? Paulus beschreibt hier die Taufe und vermutlich benutzt er eine vorpaulinische Taufliturgie dafür. Die Vorstellung ist, dass bei der Taufe der Täufling mit Christus zusammen am Kreuz stirbt und sozusagen beim Wiederauftauchen mit Christus zusammen aufersteht. Es kommt also zu einer Neuschöpfung des Menschen in der Taufe. Und in der Taufe kommt es, sagt er, zur Aufhebung aller irdischen Hierarchien. Juden und Griechen, Sklaven und Freie, männlich und weiblich, alles das ist egal. Wow,
An diesem Punkt sind wir heute immer noch nicht. Die Frage, die sich anschließt, ist dann immer, ja, was heißt das jetzt? Man kann es theologisch so verstehen, dass es um die Taufe als einen Akt geht, in dem die Hierarchien und Unterschiede sofort verschwunden sind. Interessant ist die Formulierung arsen kai telü, haben Sie es gemerkt? Paulus gebraucht hier auch die Adjektive männlich und weiblich, die wir aus dem ersten Schöpfungsbericht bzw. seiner griechischen Übersetzung schon kennen. Wir wollen uns noch einen zweiten Text ansehen, den Brief des Paulus an die Epheser. Dieser Brief gehört aber zu den sogenannten deuteropaulinischen Briefen, das heißt, er stammt nicht von Paulus selber, sondern von einem Menschen, der sich in die Tradition des Paulus gestellt hat. Er datiert auch etwas später in die Zeit zwischen 80 und 100 nach Christus. In Epheser 4,13 heißt es, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Hier ist die Vorstellung präsent, dass die neue Existenz in Christus bedeutet, dass alle Getauften zu einem vir perfectus werden, also die Hierarchisierung dadurch aufgelöst wird, dass alle vollkommene Perfektion erreichen. Ob anea bzw. vir hier jetzt Mann oder Mensch bedeutet, oder sind alle Menschen, die ein gewisses Maß an Perfektion erreicht haben, nicht ohnehin nach antiker Vorstellung bereits männlich? In der Folge sind viele weitere Texte entstanden. Viele davon setzen sich direkt oder inhaltlich mit den Aussagen aus Genesis 1,27, Galater 3,28 und Epheser 4,13 auseinander. Es wird um die Gottebenbildlichkeit der Frau gestritten, um die weiblichen Anteile Gottes selbst, um die Beteiligung der Frauen an kirchlichen Ämtern. Wichtig werden bald auch enthaltsame Strömungen. Das Konzept der heiligen Jungfrau ermöglicht den antiken Frauen ein völlig neues Lebensmodell. Plötzlich ist für sie ein Leben abseits von Mutterschaft und Ehe eine Option. Das bedeutet eben auch ein höheres Maß an Selbstbestimmtheit und die Chance, nicht gleich bei der Geburt des ersten Kindes zu sterben. Eine Frau möchte ich Ihnen exemplarisch noch vorstellen, die heilige Thekla. In der Antike war sie wahnsinnig berühmt. Ein großes Thekla-Heiligtum liegt in Meriamlik in der heutigen Türkei. Ob es Thekla je gegeben hat oder viele Frauengestalten und Motive in einer Geschichte zusammengeflossen sind, sei erstmal dahingestellt. Die Geschichten über Thekla finden Sie zum Nachlesen in den apokryphen Apostelakten, die das erste Mal um 200 nach Christus erwähnt werden. Kern der Erzählung ist wohl eine mündliche Tradition. Kurze Zusammenfassung. Thekla ist eine junge Frau, die sich, nachdem sie die Reden des Paulus gehört hat, zum Christentum bekennt. In der Folge wird sie mehrfach sexuell bedrängt und zum Tode verurteilt, weil sie sich gegen ihre Vergewaltiger wehrt. Sie erleidet zweimal das Martyrium, überlebt aber auch zweimal die Arena. In der Arena aber tauft sie sich in einem heroischen Akt selbst. Danach schneidet sie sich die Haare ab, zieht Männerkleider an, zieht los, um das Evangelium zu verkündigen und, so berichtet ein Textzeuge, bekehrt und tauft ganze Hausgemeinschaften. Ziemlich cool. Und Thekla ist damit nicht alleine. Es gibt Berichte über weitere Frauen, die als Männer leben. Und es gibt auch schon spätantike Diskussionen darüber, ob man besondere Frauen, die man für ihren Glauben und ihre Aussagen besonders bewundert hat, wie zum Beispiel die Asketin Melania, nicht eher Melanius nennen müsse. Sie sehen, es ändert sich so einiges mit dem Aufkommen des Christentums, anderes bleibt auch gleich. Und einiges ändert sich eben auch in der Frage danach, wie man Geschlecht konstruiert, wie man bestimmte Geschlechterrollen begründet, welche Konsequenzen man daraus zieht, wenn zum Beispiel Frauen Dinge tun, die eigentlich Männern vorbehalten sind, und wie man mit Menschen umgeht, die die traditionellen Rahmen völlig verlassen, wie die Asketinnen und Asketen. Ich fasse zusammen. Die Geschlechterkonzeption der Antike kann nicht als einheitlich angesehen werden, aber die Humoralpathologie, also die Säftelehre, liegt als Konstruktionsschema zahlreicher Theorien für die Ausprägung des Geschlechts, Sex wie Gender, zugrunde. Eine strikte Trennung zwischen weiblicher und männlicher Anatomie wurde in der antiken Medizin nicht angenommen, sondern die geschlechtsspezifischen Ausprägungen galten als unterschiedliche Ausformungen derselben Sache,
die durch das körpereigene Prinzip der Hitze ihre Form erhielten. Männlich, weiblich und teilweise etwas Drittes. Bestimmend für alle Theorien war die Annahme, der Mann sei der Mensch an sich. Der weibliche Mensch hingegen stelle nur eine mangelhafte Version des Menschen dar. Der antike Geschlechterdiskurs ist Teil der Macht-, Herrschafts- und Unterwerfungsstrukturen der antiken Gesellschaft. Aktivität, männlich, und Passivität, weiblich, bildet die Gegensätze, welche als zentrale Kategorien die androzentrische antike Gesellschaft strukturieren und die ganze bekannte Welt von der Ordnung des Kosmos bis zum Domus bestimmen. Männer müssen stets darum bemüht sein, ihre Macht zu erhalten, indem sie warm, trocken und aktiv bleiben. Verlieren sie ihre Hitze, Trockenheit und Aktivität, droht ihnen die Effemination. Frauen müssen stets darum bemüht sein, ihre Ohnmacht zu erhalten, indem sie feucht und passiv bleiben. Verlieren sie ihre Kälte, Feuchtigkeit und Passivität, droht ihnen die Virilisierung. Die Ausprägung von Geschlecht ist dabei nicht statisch. Es besteht die Möglichkeit, gewollt oder ungewollt, das Geschlecht zu wechseln. Auch die Debatten und Konzepte der christlichen Spätantike im Hinblick auf die Konstruktion von Geschlecht sind nicht linear und einheitlich. Wichtig ist für die christlichen Auseinandersetzungen mit der Geschlechterthematik die Ebenbildlichkeit mit Gott. Auch die biblischen Texte denken die Geschlechter als Ausformung derselben Sache, nicht als getrennte Dinge. Darauf weist zum Beispiel die Nutzung der Adjektive männlich und weiblich hin. Mächtiges Potenzial zum Umsturz haben die Aussagen des Paulus in Galater 3,28. Da ist nicht männlich noch weiblich, die alle Hierarchien der patriarchalen Gesellschaft wohl aufheben wollen. Die christlichen Gemeinden der ersten Generation waren ziemlich geschlechtergerecht und Frauen waren im Gottesdienst und der Arbeit in den Gemeinden nicht benachteiligt. Das änderte sich aber zu Beginn des 2. Jahrhunderts, als misogyne Strömungen die Frauen zurückdrängten. Trotzdem gibt es viele Quellen, die von Frauen berichten, die die Grenzen ihres Geschlechts überschritten haben und in männliche Sphären eingedrungen sind. Und damit bin ich auch schon am Ende meines Beitrags angekommen. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn Sie jetzt gemerkt haben, dass Sie sich bei jeder bildlichen Darstellung, bei jedem Befund, bei allem, was Ihnen in der Archäologie begegnet, dass es sich da immer lohnt, sich zu fragen, ob die Vorstellungen und die Konzepte, die Sie haben, auch die Konzeption der Menschen gewesen ist, deren Leben Sie gerne erforschen möchten. Wenn Sie Fragen haben oder auf der Suche nach Literatur sind oder sowas, dann schreiben Sie mir gerne eine E-Mail. Und vergessen Sie nicht, am Quiz teilzunehmen. Wenn Sie aufmerksam zugehört haben, sollte es kein Problem sein, auf die Lösung des Rätsels zu kommen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und kommen Sie gut durch diese spezielle Zeit. Tschüss.